Herzlich willkommen zur nächsten Folge an Unravel, da bin ich wieder zurück. Was? Es reicht nicht? Boah, nee, es reicht nicht. Scheiße. Okay, wir brauchen noch irgendwas. Jetzt kann man hier was runter. Ah, jetzt kann man hier hochgehen, okay. Gibt's da irgendetwas zu sehen? Da schiebt sich nur der hin und her. Aber das Teil kann ich nicht mitnehmen, oder? Doch, das kann ich auch. Ach so. Ja, aber dann habe ich ja den zu früh mitgenommen, oder? Oder? Also ich sehe das so, wie wenn ich hier nicht hochkomme. Also wenn ich jetzt hier sprinte. Ups. Ah, jetzt geht's. Aha. Also ganz ausgeklügelter Sprint muss da hin. Da ist nichts, oder? Ne, gut. Nichts, dass wir da noch etwas übersprungen hätten. Da höre ich irgendwas. Da ist ein Stein. Da haben wir mal einen Safe-Punkt. So, dann hoch da. Das ist keine Verbindung. Hm. Wo wird denn der Stein gebraucht? Da frage ich mich jetzt gerade. Ah, jetzt geht's. Aber gut, was bringt uns das? Ach so, jetzt kapiere ich's, ja. Also den noch was weg hier. Die Verbindung kann ich lösen hier. Also ich glaube, ich kapiere es. So, dann hefte ich mich an den daran. So. Wir waren noch nicht... Ich bin noch nicht mal weitergelaufen da. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt das... Ah, jetzt hängt das da fest. Nee, ich dachte nur, da könnte ich mich vielleicht hochziehen, aber es hängt ja da fest. Es ist aber was da oben. Bei der Route geht es nicht weit, also es muss da hochgehen. Ich muss mich auch da festhangen, aber vielleicht... Zuerst da unten, war es schon richtig, das da festzumachen. So. Dann wieder weg mit dem Stein. So. So. Wie weit kommen wir jetzt? Ja, jetzt geht's. Super. Können wir uns hochangeln? Jetzt soll es sicher gehen, oder? Ja. Wenn das Gewicht uns da aushält, natürlich. Ja, jetzt geht es natürlich wieder perfekt. So, und da muss man sicher eine Verbindung machen. Ja. Und hoch. Aha. Okay, der ist ja strange. Den kann ich auch nicht bewegen, okay. Aber ich komme hier gar nicht vom Fleck eigentlich.
Ah, stimmt, da kann man ja hochklettern. Oh, scheiße. Shit. Ich dachte nur gerade, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich den runtergeschmissen habe. Aber das war, glaube ich, nicht mal so schlecht. Oh, shit. So. Den muss man hier runterschmeißen. Das ist so gewollt. So. Da oben hingehen. So. Hä? Ah, ich muss sicher weiterspringen, glaube ich. Anstatt faul da rumzustehen. So, dann hier hoch. So, komm, mit dem fünften Versuch sollte ich es auch noch schaffen, oder? Allzu schlecht bin ich jetzt auch nicht. So. So, genau da hoch. Hat der Wies mich wohl verarschen, oder? Was ist denn das hier jetzt? Der bricht gleich ein, ich weiß es. Nein! Da war zu der war absehbar. Absichtlich noch. Boah. Das Spiel, Alter. So langsam erinnert es mich ein bisschen an. Was war's? Ah, wie hieß es? Da hatte man zwar noch Gegner, hier eher nicht so. So, dann da hoch. Knoten, höher. Rüber. So, jetzt passiert eigentlich nichts. So, rüberschwingen. An die linke Seite ran. Alter! Hä? Habe ich jetzt da. Boah, habe ich Glück gehabt, Alter. Habe ich jetzt da nicht Knoten hingemacht? Habe ich das wieder. Habe ich das wieder ausgelassen? Boah, da wären wir auch fast wieder gestorben. Also, jetzt gerade gefällt es mir sehr. Obwohl es natürlich recht schwer ist, aber es gefällt mir sehr gut jetzt gerade. Okay, hier Knoten hin, das wäre es vielleicht. So. Hier ist ein bisschen frische Wolle. Das sollte ja heben, verheben, oder? Ja. Frische Wolle, schön. Oh, hier sind Bilder. Ah, schade, jetzt habe ich sie nicht mal gesehen. Alter, ist das Level geil. Bricht alles auseinander hier. Hier kommt sicher gleich runter, ich wette. Ja, deshalb sind hier so viele Checkpoints. Alter, aber ich überstehe sie alle. Alter, ist das geil. Ich frag mich nur, warum laufen wir jetzt links herum? Ah, da hätte ich höher müssen. Ich frage mich nur, wäre da rechts noch was gewesen vielleicht? So, da muss ich jetzt direkt weiter. Nee, muss ich nicht, hä? Jetzt sind wir so gut vorangekommen. Hier, jeden Stein habe ich ausgelassen. Ah, denn Schnurspannen geht ja nicht. Übrigens, bevor es das Bild anzeigt, kann man bereits laufen, habe ich so gemerkt. Hallo? Ja, macht alles platt.
Es gibt einfach so, also die Level teilweise, ja, da weißt du, so und so musst du vorankommen. Kommst du gut voran. Aber hier gibt es teilweise... Ah, das hat dann wieder... Oder soll ich davon rennen? Geht vielleicht auch. Aber ich denke, die haben das absichtlich so gemacht, dass man nicht davon rennen kann. Ah, doch, kann man. Okay. Vielleicht ist das sogar die Lösung. Ich weiß ja nicht. Jetzt haben wir aber dennoch das Problem, wie wir hier hochkommen. Denn wir brauchen die Wolle. Ach so, jetzt habe ich selbst keine Wolle mehr. Okay, komm, machen wir das wieder weg hier. Irgendwas tötet auch noch hier. Es ist wieder so ein Mechanismus. Ah, das ist vielleicht ein Hebel. Ja, ja. Irgendwie abheben hier. Komm, geh doch drauf. Ja, oh, war das schwer. Aber da kommst du doch nie darauf, wenn der Stein am Fallen ist. Jetzt nimmt mich nur eines Wunder. Gehen wir doch mal schnell da zurück. Ob hier oben tatsächlich nichts ist. Ah, schaut mal her. Super. Nur die Frage, ob da unten auch was gewesen wäre. Ich denke ja, es war da was. Naja, haben wir halt wieder was verpasst. Ich werde hier auch nicht alles finden, wenn ich ehrlich bin. Denn es gibt, glaube ich, sogar 6 pro Level. Eine, die noch besonders gut versteckt ist, gibt es gleich sogar. Oh shit. Ja. Da lädt es schon gar nicht mehr. Geht's einfach bergab. So, die Münze sollten wir ja haben. Die speichert, ja. Wenn man die einmal hat, dann hat man sie. Der war knapp, deshalb habe ich nochmals gewartet. So. Auf dem Laufen kann man nicht, oder? Nee, kann man nicht. Gut. Hat sich das geklärt. So, da ist die nächste Wolle. Oh, da sind wir. Schön. Checkpoint. Oh, shit. Checkpoint Charlie ist hier. Ja. Das war ja schön. Stirbt man? Oh, man stirbt einfach, wenn ich jetzt mich da abseile. Ah, weil ich ja hier klettern kann, ich tipp. Das kommt leider, also ich finde es ein gutes Feature. Es kommt leider einfach viel zu wenig vor, finde ich. Also, hier und da mal, jetzt in diesem Level ist es besonders gut vorhanden. Aber sonst praktisch niemand hätte da noch ein bisschen mehr machen können. In dem Fall. Weil es ist praktisch nirgends integriert. Oder wir finden es einfach nicht. Kann auch sein. Ah, schlecht. Schlecht. Okay, das ist wieder mal ein Rätsel hier. Ich kann ja hier auf der Seite stehen. Aber da schlage ich sogar an.
Was soll ich denn da nehmen? Oder geht's automatisch wieder hoch? Ja, geht's. Aha. Also zuerst einmal abseilen, dann schwenkt's aber durch die Gegenkraft wieder nach oben. Cool. Checkpoint. So. Ich bin immer froh, wenn Checkpoints kommen momentan. Kann man hier rüber? Ja, kann man. Ist nur die Frage, was bringt das einem hier hinten, sich hochzuarbeiten? Komm, ich gehe erstmal auf die andere Seite. Gut, kann sein, dass da auch ganz und gar nichts ist, dass wir sowieso hier lang müssen. Oder kann sein, dass hier die... Nee, hier kann man nicht lang. Okay, wir müssen da lang. Ja, es ist immer so, ah, verpasse ich etwas, ich weiß es ja nicht. Denn ich... Ist das schon so, dass ich nicht alles haben will, aber ich will ja auch nichts irgendwie absichtlich verpassen. So, dann hier hoch. Das war wohl nichts. Dann nochmals. So. Mache ich hier erstmal einen Knoten rein. Kommen wir immer hier hin. So. Es reicht aber nicht. Vielleicht ein bisschen runter. So, jetzt nochmals versuchen. Alter, was ist das wieder hier? Jetzt geht's, super. Schnell kurze Frage, was ist hier? Nee, nee, nee. Was ist hier in den Zwischendinger? Hier ist auf jeden Fall nichts. Ah, du Sack. So. Nee, nicht hier runter. So. Er will mich hier nicht rauslassen. Hier drüber geht das, oder? Nee, geht auch nicht. Jetzt geht's. Boah, es ist einfach mal nichts. Ja, ist schön. Aber hier unten war nichts, oder? Nee, da konnte man ja auch nicht laufen. Gut. Oh, hier ist Danger. Da kommen Schlösser, okay. Hier sind wir also am Zuggleis. Es hieß ja auch, wie hieß es, entgleist. Hier ist nichts. Wäre es hier lang gegangen, wüssten wir es. Aber ja, man kann es ja nie wissen, in welche Richtung es jetzt geht. Dieses Level geht ja besonders immer mal da lang, mal da. Okay, hier kommen die Schlösser. Erinnert mich ein bisschen an die Brücke in Köln. Wo ja auch extrem viele Schlösser hängen. Ah. Die zwei hängen Schloss auf hier. Oh, da haben wir die Blume. Scheiße. Nein. Nein. Alter. Geil. Aber wir haben sie trotzdem. Wir haben sie. Das ist das nächste Level. Schön. Erfolg freigeschaltet. Unvergänglich. Das seht ihr natürlich wieder wie immer nicht. Da kommt die nächste Blume hin. Interessant wäre noch gewesen, ob wir am Schluss noch sterben hätten können, da. Mit dem Zug.
entgleist. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt, oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es notwendig. Oh, falsche Seite, ist wieder. Das ist der, die Plastiktütenschuh, der ist der neue Markttrenner. Den muss man nie wechseln, weil der ist angebrannt. Sie ging auf. Über einen Zaum kletterte sie ins Grundstück. Das ist Hausfriedensbruch. Sie sah einen Typen, der ja in der Wiese lief. Da sind zwei Frauen. Da ist eine Frau. Das sieht eher wie ein Mann aus, wenn ich ehrlich bin, da. Okay, ist ja egal für die Geschichte. Sie klettern über Steine, beladen mit zwei Rucksäcken. 50 Kilogramm Gewicht. Sie verewigen sich an einem Baum, wo sie gerne die Zeit vertreiben. Sie laufen übers Zuggeleise. Es kommt ja kein Zug. Die Deutsche Bahn streikt heute wieder mal. Doch ein Zug steht in der Ferne. Es ist ein französischer TGV. Keine Ahnung, was es für ein Scheißzug ist. Was gibt jetzt das für einen Sinn? Auf jeden Fall, sie sind an der Brücke der Tatsachen angekommen, hängen Schloss auf mit Liebe. Und diesem Dings. Und das war's schon. War eine kurze Geschichte diesmal. Auch nicht gerade die Oberhammer-Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Dafür war das Level umso besser, muss ich sagen. So, was mich natürlich wundert, wie viel haben wir gesammelt? Boah, der war jetzt aber geil. Hier haben wir 5 von 5 gehabt, hier drüben. Da kommt unten im Loch natürlich als nächstes. 3 von 5 haben wir gehabt, okay. Naja, geht besser, aber ist genügend, sage ich mal so. Wir hatten ja auch hart zu kämpfen. Oder eigentlich wollte ich einen Cut machen, nicht Depp. Weißt du was? Ich kann nicht mal Esk drücken. Unten im Loch. Ui, sieht bedrohlich aus. Aber wir machen hier einen Cut und das kommt dann in der nächsten Folge. Denn diese Folge verlief ganz gut. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss.